wir sind auf dem Chaos Communication Kongress 2016 und viele, viele Themen, technische Themen werden hier besprochen. Aber ein Thema sicherlich auch, das ist die Kryptologie. Und eine Möglichkeit, irgendwas zu unlesbar zu machen, ist, dass man einfach ein Wort nimmt und die Buchstaben vertauscht. Das gibt es aber nicht nur in der Kryptologie, das gibt es auch im Spaß sozusagen. Und wir können ja mal versuchen herauszubekommen, was vertauschte Buchstaben vielleicht möglicherweise bedeuten können. Also das nennt sich im Fachjargon auch Anagramme. Also man nehme die Buchstaben eines Wortes und vertausche sie einfach fröhlich durcheinander. Wenn ich sage, elendig Banane oder Dielen abnagen oder lebendige Anna oder abgenackte Leni oder nebenan adelig oder der Einlagenabend beispielsweise, da kommt man nicht unbedingt drauf, was das für ein Anagramm ist und was da für ein Klartext dahinter steckt. Und da steckt der Klartext dahinter, genial daneben. Genial daneben, das war mal so eine RTL-Spielrateshow mit Hugo, Egon, Balder. Vielleicht ist das jemandem noch ein Begriff. Und man kann daraus auch noch ein anderes Anagramm bauen, nämlich Gala Be Need In. Das ist jetzt nicht unbedingt selbsterklärend. Derjenige, der das gemacht hat, ist der Michel Knecht, den wir unter Max Schneider kennen. Der könnte jetzt mal auf die Bühne kommen, vielleicht. Und er hat als Fan von dieser ehemaligen RTL-Show gesagt, würde ich gerne auch auf die Bühne bekommen. Er hat eine Spielshow entworfen, schon 2015 sollte das auf der Republika mal stattfinden, das ist aber leider dann ausgefallen. Er wird mit 4 Kandidaten, für die schon Stühle hier aufgebaut sind, wird er ein Ratespiel machen. Er gibt Fragen vor, die so ein bisschen ums Eck zu beantworten sind. Und wenn die dann richtig beantwortet werden, dann gibt es einen Preis. Und wenn die nicht beantwortet werden, dann muss man etwas Unangenehmes tun. Hier stehen 4 Stühle. 3 davon werden besetzt und einer wird von euch besetzt werden. Also es ist ein interaktives Spiel. Alle dürfen mitmachen. Einmal haben auch die Organisatoren hier vom Sendezentrum, die Ulrike und der Martin, schon mal mitgemacht. Die haben auch hier gesessen. Also schaut in ihre Gesichter, dann seht ihr, was euch erwarten könnte. Ich will jetzt nicht noch mehr reden. Vielleicht kommt er jetzt auch endlich mal. Max Schneider, kommst du bitte mal? Es könnte ein Trommelwirbel kommen. Oder donnernder Applaus. Mal gucken. Stichwort donnernder Applaus. Ja! Komm! Der Moderator des heutigen Abends, des heutigen Nachmittags, Max Schneider. Viel Spaß dabei. Willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das hier ist die 3. Ausgabe von Gala Be Need In. Ich bin aufgeregt und Max Schneider. Andersrum, egal. Ich habe mir 4 Gäste wieder eingeladen für diese wunderschöne Show und wie der Martin gerade schon richtig gesagt hat, ich brauche noch einen 4. Publikumskandidaten und es gibt Alkohol und es gibt Geld zu gewinnen pro Frage 5 Euro. Es gibt ein Zeitlimit von 10 Minuten. Wenn sich bis dahin die Lösung nicht gefunden hat, dann löse ich das auf und die 5 Euro gehen dann als Spende ans Team vom Sendezentrum. Und ich begrüße meine Gäste, nämlich den meternden Martin aus Hamburg. Martin? Ja. Setz dich irgendwo hin, einfach so. Dann als 2. im Bunde die von der Puerto Partida geflüchteten Insel, nein, von der Insel geflüchtet, jetzt Kulturpessimistin Becky. Und sie nennt sich selbst, die immer mit dem Holgi durch die Gegend reist, Frau Diener. Wunderbar. Mögt ihr euch noch kurz selbst vorstellen? Ihr seid ja alle 3 Podcast-Hand. Ich wechsle mal zum Headset. Ich höre dich nicht. Hallo! Kann man mich hören? Sag nochmal was. Hört man mich? Nein. Das ist gut. Mal lass hier einmal eins. Ich nehme das. Ist es jetzt? Ja, das scheint besser zu sein.
Soll ich mich jetzt vorstellen? Ja, ich höre dich auch nicht. Ja, hallo, also ich bin Martin, ich komme aus Hamburg, ich mache den Metacast. Und ja, Max Snyder hat mich eingeladen, auf Twitter hier ein bisschen mitzumachen und wir gucken mal, was funktioniert. Eigentlich weiß ich nie was und das wird sich sicherlich gleich fortsetzen. Schön. So, jetzt bin ich, glaube ich, auch drauf, ne? Ja. Wunderbar. So, Becky. Ja, ich bin Becky, wie Max Snyder schon gesagt hat, Bürgerin auf Puerto Partida und ganz neu im Team bei den Kulturpessimisten dabei und auch noch in der Geschichtenkapsel. Ja, dann als nächstes die Frau Diener, ja, Andrea. Ihr dürft mich Andrea nennen, ihr dürft mich auch Frau Diener nennen. Ich verreise ab und zu, weil ich auch Reisejournalistin bin und erzähle Holgi davon in seinen Printfolgen. Da kennen mich vielleicht manche her und ganz, ganz wenige Eingeweihte kennen auch meinen Literaturpodcast, der heißt Tsundoku. Ja. Gut. Habt ihr das Original mal gesehen? Mhm. Nicken, ja. Ja. Ich schon, auf Sat.1 damals, ja, nicht auf RTL. Genau, auf Sat.1 hier. Gut. Ich merke gerade, mir fehlen meine ausgedruckten Fragen, das Blatt Papier, aber das macht nichts. Ehrlich jetzt. So, wir fangen an die ersten Frage und ich glaube, vielleicht der Martin hat einen Vorteil. Ich habe einen Vorteil. Ich bin mir nicht sicher. Das ist aber jetzt unfair. Vielleicht, also vielleicht auch, also ich, ne? So, Technik, die begeistert. Warum verkauften 2007 Hamburger Busfahrer ihren Gästen Fotos von sich? Bist du aus Hamburg? Deshalb hast du einen Vorteil, denkt er wahrscheinlich. Es ist bei Hamburg und es gibt viele Kühe da, wo ich wohne. Es gibt aber wenig Busfahrer. Nun ist die Frage, ihr müsst mitmachen. Ich habe keine Ahnung. Kommt hier noch jemand aus Hamburg? Und? Wir haben noch gar nicht unseren Publikumskandidaten. Ja, wir können ja mal so lange rätseln. Genau. Genau. Jemanden auswählen. Und derweil darf irgendwer aus dem Publikum. Ja, hier, der junge Mann. Das ist gut, ja, genau. Der junge Mann aus Hamburg. Super. Vielleicht hast du ja tatsächlich einen Plan. Geht das? Ja. Man kann dich hören? Ja. Ja, das ist schön. Gut. Warum? Nee, erst wer bist du? Michael Durazell und mache bei jeder Quizshow mit, deswegen dachte ich, komme ich auch hierher. Perfekt, super. So jemanden brauchen wir. Sehr gut. Ja. Das Doof ist nur, ich bin dieses Jahr erst nach Hamburg gezogen. Okay. Das heißt, du kannst gar nicht helfen? Ich versuch's. Okay, gut. Naja, dann lass uns doch mal überlegen. Also sind Busfahrer so besonders schön, dass die Bilder so viel Geld wert wären? Wahrscheinlich nicht. Das ist bestimmt irgendwas Charity-mäßig. Das dachte ich auch. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Ja, ist es was Charity-mäßiges? Nee, ich glaube nicht. Aber ihr seid schon auf einem guten Weg. Okay. Aha. War denn 2007 irgendwas Besonderes los in Hamburg? Oder in der Welt? 2007. Ich war da gerade im Ausland. Ich kann da nicht so viel zu beisteuern. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mal im Ansatz, ich habe nicht mal eine lustige Idee. Martin, du bist ja auch eher, du fährst gerne selber, ne? Also bist nicht ÖPNV. Ja, genau. Ich fahre gerne selber, weil es ist eng und es sind viele Menschen da und das macht mir Sorgen. Ja. Ja. Ihr habt übrigens nebst dem Alkohol noch da 4 Wasserflaschen, in denen ihr euch bedient. Ja, das ist gut. Wasser ist toll. So beruhigend. Das ist cool. Ich trinke einen Schluck Wasser, aber ich weiß nicht, ob ich deswegen jetzt drauf komme. Ich hätte aber eine wichtige Frage. Ja. Waren die denn angezogen, also bei den Fotos? Ja. Okay. Tatsächlich. Zum Glück. Waren die alle über 40? Weiß ich nicht. Nee. Waren das alles Männer? Nein. Waren das alles Frauen? Nein. Okay. Waren die in ihren Bussen auf den Fotos? Oder spielt das eine Rolle? Nee, das spielt keine Rolle. Verdammt. Waren das so einzelne Fotos oder waren die irgendwie zu einem Gesamtwerk zusammengefügt? Das waren einzelne Fotos. Also kein Busfahrerkalender 2007. Nee. Gab es Unterschriften auf den Fotos? Nein. Waren das bestimmte Busfahrer? Also war es wichtig, wer es ist oder hätte es so ja andere sein können? Nö, das waren alle. Alle Busfahrer? Alle Busfahrer vom... Hamburger... HVV. Ja, genau, HVV. Ging es irgendwie darum, also es ist ja manchmal so, ne,
Die Verkehrsbetriebe werden ja oft kritisiert von den Fahrgästen, dass es da irgendeine Wiedergutmachungsaktion war, weil die Busfahrer im Jahr 2007 schon 87 Fahrgästen die Tür direkt vor der Nase zugemacht hatten, bevor sie losgefahren sind. Deswegen verkaufen sie die dann als Dank. Verdammt, okay. Ja, das war ein Logikfehler in meinem Kopf. Das ist richtig. Aber es ging schon um die Busfahrer auf den Fotos. Ja. Die haben die auch selber verkauft. Aber ja. Im Bus einfach. Ja, also ich glaube, die gab es auch woanders zu kaufen, aber auch in den Bussen tatsächlich, ja. Waren das nur sehr lange Busse? Nö. Okay. Hat das was mit 2007 zu tun gehabt, irgendwie in dem Jahr? Also es, die Aktion ist 2007 gestartet. Ich weiß nicht, wie lange die ging. Das habe ich nicht recherchiert. Das waren wirklich so Fotos? Das waren Fotos, ja. Und nicht irgendwie Postkarten? Nee. Oder? Hm. 2007 war auch kein großes Sportevent oder sowas, an dem man das festmachen könnte. Könntest du es bitte auflösen? Nein. Er zieht die 10 Minuten gnadenlos durch. Ja. Kann uns nicht noch jemand einen Tipp geben? Weiß denn einer von hier? Euch noch irgendwas dazu zu sagen? Panini-Sammelheftchen. Roddy war das. Oh. Okay, alles klar. Panini-Sammelheftchen. Oh Gott, war das richtig? Okay, wir müssen es weiter ausformulieren, möchte er uns, glaube ich, gerade mitteilen. Gab es ein Hamburger Panini-Busfahrer-Sammelheftchen-Album? Ja, das entspricht Roddy. Ey! Muss er jetzt einen trinken? Das war aber jetzt die Ausnahme, ne? Also, ach so, okay, komm. Ich schummel gern. Ja, das war jetzt geschummelt. Ja, eigentlich. Das war auch bestimmt nur geraten, nicht gewusst, oder? Ja, ich weiß nicht. War nur geraten. Okay. Also ich muss tatsächlich sagen, als ich auf die Frage auch gelesen habe, bin ich sofort auf die Lösung gekommen, weil ich so, warum sonst? Also das so. Okay, wer von euch hatte früher Panini-Sammelheftchen oder hat heute noch? Jetzt, ja, ich glaube, das ist das Problem. Ich habe das noch gar nicht. Nee, also ich weiß beim, jetzt machen wir keine Werbung, aber hier beim Einzelhandel um die Ecke, da gibt es immer so Bilder, aber mit Tieren und so. Ja, es gab tatsächlich als Aktion, als PR-Aktion vom HVV, konntest du dir von deinen Lieblingsbusfahrern und Busfahrerinnen wirklich so Sticker kaufen, in so ein Sammelalbum kleben, darunter stand dann noch das Dienstalter, der Name, welche Lieblingslinie und welcher Lieblingsbus. Die Lieblingslinie. Und es gab geil. Tatsächlich auch noch so einen Anstecker, irgendwie mit einem Herzchen und da stand ein Spruch drauf, dass du zu erkennen warst, als ich sammle diese Bilder und ich tausche auch gerne. Ah, das ist super. Da sind bestimmt da kann man einige bestimmt dann auch irgendwie Quartett entstanden. Spielen dann oder so. Guck mal, meiner wiegt mehr oder so. Oder meiner ist schon älter und länger dabei. Ja. So, jetzt, das ist aber eine Frage aus Original Genial daneben, oder? Richtig. Ja, weil die kommt mir tatsächlich bekannt vor und das ist das Schlimme, dass ich es trotzdem nicht wusste. Pass mal auf, er bleibt noch ein bisschen hier. ja, wer kriegt jetzt die 5 Euro? Roddy. Roddy, ja, eigentlich. Roddy, komm, ja, Zahltag, komm ran. Na klar. Ich, oder willst du sie ans Sendegate spenden? Ans Sendegate. Also 5 Euro ans Sendegate. Das gehen hier tatsächlich... 5 Euro? Ja, leg auf den Tisch. Nicht, dass sie... Nicht schlecht. Ist das irgendwie da in die Dose rein? Naja, nicht so ganz. Ich mach's mal hier so hin. So. Ist auch ein schöneres Bild, wenn da nachher die ganzen Geldscheine auf dem Tisch liegen. Und ja, jetzt müsstet ihr eigentlich alle 4 euch an dem grünen Saft... Wir ich schenke mal alle aus. 5 an dem grünen Saft bedienen. Du nicht? Ich hab tatsächlich ich auch keinen Alkohol. Du trinkst aber einen mit. Du... Also der Martin... Kannst du bitte vorlesen, was da draufsteht, damit alle mitleiden? Green Power, Waldmeister mit Wodka, 15%. Oh, also farblich sehr gut hier zur Beleuchtung abgestimmt. Richtig. Also der Martin setzt aus, er hat gesagt, er trinkt das erste Mal Mate. Stimmt. Ach, Herr Jemine. Du kannst dich auch hier von der... Also ich würde es alkoholfrei trinken, aber ich befürchte, ich da ist Alkohol kleinste. Drin, oder? Das ist für mich, das ist das Kleinste. Ja, genau. So. Die anderen beiden trinken keinen also Alkohol. Müssen wir. Hat noch einer eine geschlossene Mate irgendwo stehen? Nee, eine Menge. Irgendwie. Das Publikum möchte vielleicht jemand da. Genau, vielleicht bringt die Martin auch jemand eine Clubmate. Mate? Genau. Meine erste. Er wollte tatsächlich grüne, leckere Sachen trinken. Will jemand? So. Okay, es wird an uns hängen bleiben. Ich sehe das schon. Na gut, wir gucken mal, ob da was kommt. Prost. 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 Auf die richtige Antwort und auf Prost. Die Hamburger Busfahrer. Das geht aber. Also. Wir müssen das wahrscheinlich so stellen, sonst ist das Werbung. Pass auf, so.
Oh, ja, aber das Wasser kann man schon als Werbung. Dackelpudding. Also, nee, früher gab es Viva Con Aqua, da kann man schon Werbung für machen. Ach so, okay. Ja. So, wir kommen zur nächsten Frage. Was versteht man unter Abdeckalarm? Soll ich weiter mitraten oder ausprobieren? Ja, ja, mach mal mit. Also, das hat sich bewährt. Machen wir das. Ihr dürft auch gerne, also wenn ihr dann als nächstes rankommen wollt, dürft ihr auch so, wenn dann die Frage zu Ende ist, nach vorne kommen und mich weghauen. Den Kandidaten sanft von der Bühne bitten. Okay. Gut, Abdeckalarm. Hat das was mit dem Töten von Tieren zu tun? Mit dem Nein. Töten? Ja, das war auch meine erste Assoziation. Okay, nee. Weil aber doch der Mensch, der Pferde schlachtet, ist der Abdecker. Das ist der Abdecker, genau. So, ich dachte jetzt mehr an Decken im Sinne von Geschlechtsverkehr, aber ist wahrscheinlich eher so, an was man so denkt. Hat das was mit Geschlechtsverkehr zu tun? Nein. Und mit Schlachten ja auch nicht. Nee. Die zwei wichtigen Themen des Lebens schon okay. raus. Macht das vielleicht bei der Feuerwehr oder so, mit der Löschdecke. Dass sie alle losrennen. Oh, das ist eher so Abdecken im Sinne von, wenn jemand gestorben ist, dass man schaut, dass keiner Fotos macht. Ah. Aber muss man dafür Alarm geben? Das ist die richtige Antwort für die falsche Frage. Aber Alarm heißt irgendwie Alarm, jemand wird alarmiert. Also jemand muss was tun oder weiß Bescheid über was. Ja. Übers Abdeck. Wer wird denn da alarmiert eigentlich? Ist das die Feuerwehr? Das ist unterschiedlich, glaube ich. Das es gibt... Es gibt diesen Alarm bei mehreren. Ja. Polizei, Feuerwerk. Also auch Privatorganisationen, Personen. Ja. Ich kriege aber keinen Abdeckalarm als Push-Benachrichtigung auf mein Smartphone. Ich glaube, das geht auch. Das geht auch. Okay. Habe ich schon mal einen bekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Also weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Ich hoffe die ganze Zeit, dass mir mal jemand irgendwie von dem Publikum oder den Streamguckern mal irgendwie so eine Nachricht schickt auf Twitter mit der Lösung. Verboten. Ich habe hier so eine Uhr, falls das ist auch machen möchte. Dann habe ich Abdeckalarm. Ist es das? Nein. Okay. Hat das was mit dem Abdecken von größeren Arealen oder Personenkreisen zu tun? Nee. Nee. Hat das denn was mit Sicherheit oder einer Gefährdung zu tun? Martin macht gerade so... Ich weiß nicht, aber man spricht ja von Mobilfunkabdeckung und wenn ein gewisses Gebiet nicht mehr abgedeckt ist, dann gibt es einen Abdeckalarm. Das klingt schön, das ist leider falsch. Ja. Wenn so ein Kongress kommt, meinst du, wo dann alle Leute ihr Handy rausholen. Zum Beispiel. Nee, vielleicht ist es auch so ein Küchengadget, was man an die Backform anschließt, wo der Hefeteig gerade drin geht und wenn er dann oben gegenstößt, dann ist Abdeckalarm und man muss ihn abdecken. Und weiterverarbeiten. Auch nicht. So das intelligente Handtuch. Ja. Okay. Aber anscheinend nicht. Sollten wir vielleicht noch entwickeln. Ja, da gibt es bestimmt einen Knopf für, den können wir noch bauen. Gleich auf Kickstarter. Sind bei diesem Abdeckalarm Menschenleben gefährdet? Ah, das. Ja. Nicht unbedingt. Das ist merkwürdig, er ist sich überhaupt nicht klar darüber. Ne? Ich glaube, unsere Schwachfragen sind schwieriger als das ist für mich als Moderator auch das Schwierige, so dass ich, wie ich euch antworte, ohne dass ich irgendwie zu viel Tipps gebe. Oder, gibt es einen Abdeckalarm in der Wikipedia? Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Also. Ah, okay. Ja, dann kann ich es ja auch nicht wissen. Das ist ja überhaupt nicht relevant. Okay. Ja, aber es gibt das Wort doch. Ich denke, du kannst das. Nee, habe ich nie behauptet. Das hast du behauptet. Was kann man denn noch abdecken? Aber ist es denn abdecken im Sinne von etwas? Achso, das hatten wir ja gerade schon. Ne? Im Sinne von irgendwo was drüber. Es wird etwas abgedeckt, ja. Mhm. Und der Alarm macht... Es gibt dann einen Alarm, ja. Tatsächlich. Also eine richtige Sirene. Muss ja irgendwas Technisches sein. Ja, ich weiß nicht, für welcher Art der Alarm kommt, aber es gibt einen, ja. Ist es was Technisches? Ja. Ist es irgendwo im Bereich Industrie, Fabrikation? Unser aller Fachgebiet? Schaltet dieser Alarm über ein Werksgelände? Das ist nicht beschränkt, also es, nee. Aber ich kann es auch durchaus bei mir zu Hause haben, so ein Abdeckalarm. Ja, also sag mal so, ich hoffe es für dich nicht, aber. So schlimm. Das ist nichts Schlimmes, aber also. Nichts Schlimmes, aber manchmal doch Menschenleben gefährdet. Ja, genau. Ja.
Roddy? Nein. Ja. Bleib noch Telefon. Keiner? Ich meine, ihr dürft mitmachen in der Not. Aber es hat, also das Wort kommt auch von abdecken. Also es ist jetzt nicht noch eine Zweitbedeutung in dem Wort. Nein, es handelt sich tatsächlich um einen Alarm und es wird etwas abgedeckt und. Aber der Alarm ist, um etwas abzudecken. Also ich decke es nach dem Alarm. Okay, der Alarm ist, weil was abgedeckt wurde. Richtig. Ah. Weil die Luft fehlt. Nee. Von der Klimaanlage? Nee. Haustiere? Nein. Verdammt. Irgendwas mit Hitze? Ofen? Nee. Nee. Heizung? Nein. Elektro? Elektro, Toilette? Ja. Nein. Wir sind immer noch bei elektronischen. Achso. Das ist eine technische Frage. Also. Ach, also ist irgendwas, das, wenn die Lüftungsschlitze von irgendwelchen technischen Geräten vielleicht zu sind? Wenn der abgedeckt wird, dann macht der ja, also Alarm. Wenn ich über meine Anlage oder ähnliches eine Decke drauf tue und dann kriegt das keine Luft mehr. Der Computer selbst, wenn ich ihn abdecke? Nein. Man weiß ja nicht, was Apple da so einbaut. Ja. Es gibt auch andere Hersteller. Ich sagte technische Geräte, das schließt Computer mit ein. Stimmt. Aber es ist wahrscheinlich eher nicht bei uns zu Hause, also irgendwas Größeres. Wenn na, so mal, also man kann das durchaus auch schon zu Hause haben, ja, was da abgedeckt wird. Irgendein Schornstein vielleicht? Nee. Deckt man sowas mal aus Versehen ab und das passiert? Nee. Nee. Ich glaub, also absichtlich, wenn jemand böswillig kommt und mein Ding sie abdeckt. Ja, genau. Dann kommt die Push-Notification und sagt dir Abdeckalarm. Der Herd? Nein. Nein. Auch nicht. Ich verstehe es. Nee, ich bin durch. Machen das Menschen, dass sie böswillig mein Ding sie abdecken? Ja. Du musst jetzt nur das sagen, was das Ding sie ist. Was könnte man denn abdecken? Aber ein Ding sie, was man eher nicht zu Hause hat, aber vielleicht schon. Das ist schon. Nicht technisch. Doch. Doch. Es ist technisch. Es handelt sich um ein technisches Gerät, ja. Und es zeigt dieses technische Gerät was an? Hat es eine Display? Mhm. Also eher Lampen, eher LEDs? Ist es ein Haushaltsgerät? Nee, aber... Also es leuchtet Geräten? Irgendwie. Nee. Blinkt. Wie lange noch? Gut. 2 Minuten noch ungefähr. Oh mein Gott. Wir können es noch rauskriegen. Ja. Gestoppt gerade. Ja, du bist heiß dran im Moment. Ja, aber es blinkt vielleicht und dann doch nicht mehr. Ich bin nicht so sicher, was kann man denn, also was... Abgedeckt. Aber es leuchtet, also irgendwas leuchtet, oder es hat ein Display, so weit waren, oder eine Anzeige. Nee, eher nicht. Auch es zeigt etwas an, ja. Aber nicht am Gerät selbst, um mal so einen Tipp zu geben. Vielleicht ein Thermometer oder ein Barometer oder sowas? Also es zeigt ja sogar ein anderes Gerät. Nein, der hängt an der Decke. Den deckst hat das ja was nicht mit Hausinstallation zu tun? Also Heizung, irgendwie Wärmetechnik oder sowas in Richtung? Aber wenn es abgedeckt wird, dann wirklich... Da wird ein Alarm ausgelöst. Ja, aber das tut man, um Leute zu gefährden oder eher so aus Dummjungenstreichmäßig? Um das Abdecken zu willen, also. Weil es einen stört. Weil man nicht weiß, dass was passiert. Weil du sagst ja Böswilligkeit. Also gehe ich davon aus, man macht es schon mit der Intention. Ich glaube, wir müssen das Gerät rausfinden. Ja, genau. Es geht immer noch um das Gerät. Ist das ein Auto? Also ein Fahrzeug? Nee. Oh, guckt mal, Leute, wir haben, glaube ich, jemanden, der uns unterstützen möchte. Nein. Das wären wieder 5 Euro fürs Sendezentrum. Ist es ein leuchtendes Element, was Leute auf etwas hinweist? Nee. Ah, okay, Mist. Ah. Aber vielen Dank für den Versuch. Den wir nicht zumachen darf, den Notausgang schicken. Daneben ist noch einer. Halt mit. Ist es ein Beamer? Nee. Ah. So, der Timer sagt, Zeit ist abgelaufen. Hm. Die werden gerade sagen, oh, natürlich. Moment. Es handelt sich. Nein, es ist jetzt zu. Ich nehme den. Ich schenke schon mal aus. Es handelt sich dabei um den Abdeckalarm, wenn man eine Kamera abdeckt. Ach, so eine Überwachungskamera. Ja, eine Überwachungskamera. Da gibt es natürlich einen Abdeckalarm, weil, kommt nichts mehr oder ist dunkel. Und du denkst also, dass wir alle Überwachungskameras installiert haben, die uns Push-Notifications schicken? Vielleicht mindestens eine irgendwie. Man kann das ja nicht wissen. Ja, aber den billigen China-Scheiß, der hat sowas nicht. Um zu gucken, ob irgendwie der DHL-Postbote wieder das Päckchen irgendwie... Natürlich. Ne, oder also ich habe keine Kamera zu Hause. Wer hat eine Kamera zu Hause? Also eine Überwachungskamera? So eine Überwachungskamera. Für den Katzen-Content tatsächlich. Ja, oder Katzen-Content, genau. Dann treffen wir uns morgen hier wieder und dann erzählt ihr, wie das ist, der Alarm davon. So, ihr wollt immer noch nicht? Nein. Nee. Schade aber auch. Möchte ein Kandidat wechseln? Also möchte jemand auf die Bühne? Möchte jemand auf die Bühne? Du musst jetzt uns verlassen.
Vielen Dank, das war großartig. Ciao. Da kommt der nächste. Möchtest du vielleicht gleich mit einem Schnaps einsteigen? Ja? Nein? Ja, der ist super. Hier, probier mal. Oh, Mensch. Es ist weniger geworden. Ja, super. Das ist klar, ne? Dass das jetzt alles klebt und so. Mhm. Wer bist du? Mein Name ist Bostan. Bostan. Hi, Bostan. Okay. Hey. Und wer seid ihr? Ich, Andrea. Becky. Martin. Max Schneider. Kommst du bitte auch deinen Schnaps trinken? Wieso? Was? Du möchtest doch sicher auch einen mit uns trinken. Mhm. Gut, also ihr trinkt zuerst und dann sage ich euch, dass das eigentlich so nicht vorgesehen war, aber gerne. Okay. Prost. 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 Aber ich sehe schon, so schnell wird ja nicht alle. Nee. Okay, gib mal noch eine Frage rein. Ich habe mir mein Becherchen. Oh Gott. Jetzt was ohne Überwachungskameras. Ich finde das ziemlich professionell hier mit dem Monitor. Auch hier stehen tatsächlich die Fragen jetzt. Ja, ich habe hier so eine Schnapsflasche davor stehen. Tatsächlich, ja. Hm. Darf man das was nicht klauen? Ach du bitte. Pass auf, da hatte ich schon. Du kriegst natürlich eine neue, bitteschön. Danke. Oha. Warum hat ein Kneipier in Goslar im Sommer 2007 drei Löcher in eine Außenwand seines Lokals geschlagen? Zeitläuft. Vielleicht möchte seine Kunden überwachen? Nein. Vorher gab es einen Abdeckalarm. Nein. Okay, also Goslar ist im Harz, richtig? Am Harz, ja. Am Harz. Am Westharz. Guck mal, das hätte ich jetzt gar nicht. Naja. Was ist denn 2007 passiert? Ja, das haben wir ja vorhin schon nicht gewusst. Da haben die Busfahrer in Hamburg Panini-Bilder verkauft von sich selbst. Also es hat tatsächlich mit dem Jahr auch speziell was zu tun. Hat es sehr viel geregnet in dem Jahr? Nee, also das weiß ich nicht. Nee. Gab es da eine Bundestagswahl? Ja, ne? Das hat nichts damit zu tun. Schade, aber da gab es eine, glaube ich. Waren die Löcher klein oder groß? Die wären schon ein bisschen größer gewesen. Also so ein Kopf hätte da durchgepasst? Ja. So ein Kopf? Aha, siehst du? Ich glaube, das hat was mit Köpfen zu tun. Hätte eine Kanonenkugel durchgepasst? Das kommt drauf an, wie groß die Kanonenkugel ist. Aber das mit dem Kopf durchstecken geht schon mal in die Richtung. Das mit dem Kopf durchstecken geht schon mal in die Richtung. Haben die Leute ihre Köpfe von innen nach außen oder von außen nach innen durch diese Löcher gesteckt? Von innen nach außen. Von innen nach außen. Wollten die da rauskommen aus dem Haus und kamen nicht anders raus? Nee. Ach nein. Hat denn die also die kamen schon anders raus, aber nicht, also die haben nicht den Kopf da durchgesteckt, weil es nicht rausging. Okay. Wollten sie durchgucken, weil draußen irgendwas war? Nö. Unbedingt, nö. Aber wollten Leute von draußen sehen, wer da durchguckt? Nö. Nein, also es ging nicht darum, Laufkundschaft irgendwie anzuziehen, Marktschreier. Oh, der Martin hat Mate bekommen. Meine erste. Na dann, jetzt aber. Ich probiere die jetzt. Ja, und danach wirst du sofort wissen. Kannst du die Zeit anhalten. Die dürfen weiter. Hatten die irgendwie eine Kopfmassage gekriegt, wenn sie den Kopf durchgesteckt haben? Oh, das wäre cool. Das klingt nach einer guten Geschäftsidee, aber es ist leider falsch. Ging es um die Luft, die draußen war und drin nicht? Ja. Hat das irgendwas mit Gesetzen zu tun? Ja. Wie viele Menschen? Ja. Ah, Rauchverbot. Rauchverbot. Sehr gut. Frau Dina, führ das mal weiter aus. Ich gehe mal davon aus. Dass die Menschen dann nach draußen geraucht haben, um nicht die Kneipe verlassen zu müssen. Genau. Das ist es. Klingt völlig absurd. Sehr schön. Aber das ist die Lösung. Das Schönste ist, dass ich das nicht trinken muss. Spaß. Dankeschön. Genau. Habt ihr das mal getrunken? Also wenn ihr jetzt hier raufkommt und die Frage löst. Noch kannst du gegen Schnaps tauschen. Ich nehme dann die Mate. Müsst ihr nichts trinken. Ja? Und echt einmal. Zwei Flaschen. Nach der dritten schmeckt's gut. Ich habe von jemandem gehört, der hat gesagt, so, wenn man davon viel trinkt, dann kriegt er so Kribbeln im Arm. Und dann muss er ein bisschen aussetzen und ein bisschen schlagen, dann geht das weg. Nein, das ist wirklich mit der dritten Flasche. Die erste schmeckt gar nicht. Die zweite schmeckt wie Heu. Ja. Und die dritte fängt an zu schmecken. Genau. Also du musst noch ein bisschen durchziehen. Also das ist so... Wir haben auch gelitten. Was auch hilft, ist, wenn du irgendein Projekt hast, wo du die ganze Nacht durcharbeitest, 40 Stunden am Arbeiten bist und Club Mate im gleichen Raum hast. 40 Stunden? Hatte ich mal. Du glaubst gar nicht, wie lange das her ist. Danach lebst du das Zeug. Ja, mit Green Power würdest du sicher auch ein gutes Projekt auf den Weg bringen. Achso, du musst ja nicht. Chai Latte ist super. Prost. Prost. So, dann. So.
Lachen. Was ist ein Zombie-Prozess? Das ist wieder was Technisches. Es ist was Technisches. Es hat nichts mit Gerichten zu tun und Menschen, die vor Gericht gestellt werden oder Zombies, die vor Gericht gestellt werden. Ist das vielleicht, wenn jemand ein Vorstellungsgespräch hat, dass er dann zum einen Zombie wird, damit er sich seinem Chef besser unterordnen kann? Nein. Ist das ein Prozess, der in irgendeinem ein Computerprozess, der so vor sich hinläuft, irgendwie? Es ist ganz sicher so eine, genau. Es ist ganz sicher so eine Art Programm. Und, Frau Dina hat es richtig geraten. Also, wie, das war's schon? Sich, ja, wirklich. Wahnsinn. Ist das eine langweilige Antwort? Also hätten wir uns noch so viele schöne, kreative andere Antworten einfallen lassen können. Es handelt sich um einen Prozess, der im Hintergrund weiterläuft, obwohl das, wenn mich gleich ein paar mit Flaschen bewerfen wahrscheinlich, weil ich Quatsch erzähle, aber der so wohl nicht weiterlaufen sollte, also eigentlich jetzt beendet ist. Du musst den trinken und dann kriegst du gleich einen neuen. Cool. Wenn irgendjemand die korrekte Lösung parat hat, darf ich natürlich auch jetzt auf die Bühne gerannt kommen und das Dankeschön. Erklären. Ich mich hier. Ist das schön. Das ist dein Schnapsglas? Ja. Nicht, dass du dich hier aus der Affäre ziehst? Nein, um Gottes Willen. Was machst du mit dem Geld? Bitteschön. Ich habe mir gerade ein neues MacBook gekauft. Ah, da braucht man natürlich ganz viel Adapter. Ja. Prost. 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 Auf die richtige Antwort. Mhm. Auf die Zombie-Prozesse. So schnell kann es gehen. Das ist wirklich komisch, das Zeug. Du hast eine ganz andere hier. Ja, ne? Möchtest du davon als nächstes einen Schluck? So. Nee, ich glaube, ich gewöhne mich jetzt an die... Mhm. Hm? Wenn du dich an eine gewöhnt hast, hast du dich an alle gewöhnt. Ehrlich? Ja. Okay. Neue Frage, Leute. Ach so. Was sind Kotztierchen? Aha. Sind das Menschen, die zu viel Alkohol im Blut haben und das dann versuchen, irgendwie rauszubringen? Nein. Sprichst du aus Erfahrung? Es gibt ja Pantoffel. Ich habe gestern auch ein Kotztierchen. Wie heißt die denn? Pantoffeltierchen gibt es doch, oder? Ja, das sind diese kleinen, genau. Die man nur unter dem Mikroskop genau. sieht. Genau, sieht man diese auch nur unter dem Mikroskop? Nee. Nein. Wie groß sind die denn? Also ein Meter? Na, wie groß? Darauf wird er uns nicht antworten. Ach so. Ich würde das gerne mal grundsätzlich fragen, ob es sich um Tierchen handelt und irgendetwas mit Erbrechen zu tun hat. Das war eine Unfrage. Hat das mit Tierchen zu tun? Sind das wirklich Tierchen? Nein. Okay, also im zoologischen Sinne keine Tiere. Hat das was mit Erbrechen zu tun? Nee. Auch nicht. Okay. Ja, super. Das ist ja super. Da haben wir genau ganz neue Ansätze. Ja. Mhm. Ist das wieder was Technisches? Nein. Ich hätte jetzt die Vermutung gehabt. Okay. Ist das ein Kosewort, was Großmütter für ihre Enkel Nein. benutzen? Also. Oh, guck mal, mein Kotztierchen. Also, falls jemand von seiner Großmutter Kotztierchen genannt wurde, jetzt bitte melden, dann hätte ich die richtige Antwort. Schade. Im Zweifelsfall kommt sowas immer aus der Typografie. Kommt sowas aus der Typografie? Nee. Gut. Nein. Schade. Nee. Ist es ein gesellschaftliches Problem? Es hat mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun, ja. Okay, das war sehr gut. Was? Echt jetzt? Ja. Warum weiß... Es ist schon erstaunlich. Also wir wissen es ja nicht. Es weiß gar keiner. Doch, guck mal, da weiß es jemand. Ach so, pass auf, du waderst. Ja, wir versuchen es noch ein bisschen und wenn uns nichts einfällt, fragen wir dich nochmal, ja? Ist es jetzt besser? Wir geben einen Atmen. Ja, mit dem Atmen musst du einfach lassen, dann geht's. So. Statt Atmen empfehle ich sonst Kotztierchen. Kotztierchen. Genau. Das ist das neue Atmen. Atmen wird völlig überschätzt. Aber jetzt war ich durcheinander. Der Kollege da hinten, der hat gesagt, er weiß, was es ist. Ja, eine Vermutung. Eine Vermutung. Haben wir ein Mikrofon? Ah. Ich habe irgendwas im Kopf, dass das mit Blut zu tun haben könnte. Irgendwas im Blut, irgendwelche Teilchen, die da... Ich bin mir auch nicht sicher. Okay. Nee. Ganz falsch. Dann habe ich verwechselt. Aber vielen Dank für deine Mühe. Dankeschön. Sehr gut. Also, falls irgendjemand ein Smartphone in der Hand hat... Ich glaube nicht, dass das hier passiert auf dieser Veranstaltung. Nein. Nicht erlaubt. Aber das mit dem gesellschaftlichen Problem lässt mich jetzt nicht los, ne? Es ist ein gesellschaftliches Problem. Also es hat damit zu tun. Ach so, ja. Es ist tatsächlich ein Problem, was man... Das ist die Lösung des Problems.
Ja. Ist es ein Zustand? Kotztierchen sind die Lösung des Problems. Ja. Ach, ehrlich? Ich habe es schon immer gewusst. Ist es nur ein Zustand? Es ist keine Sache sonst. Bekämpft oder? Es das Problem oder nur die Symptome des Problems? Also es handelt sich erstmal um einen Gegenstand. Ja. Ein Gegenstand? Ein Kotztier? Ist das ein Gegenstand oder sind das ganz viele? Weil Tierchen ist ja ein Plural, also funktioniert es nur, wenn das viele sind? Frage, ist es ein gegenwärtiges Gesellschaftsproblem oder ein sehr vergangenes? Das hat man, glaube ich, immer wieder mal. Also, also nichts Technisches diesmal. Naja, ich hätte gedacht, im Mittelalter gab es mal Kotztierchen, um irgendwas gegen Blattern oder so. Ja, so. Mittelalter ist immer eine gute Strategie. Ja. Mittelalter ist eine gute Idee. Gab es das da schon? Nee. Oh. Oh, ach, was ganz Modernes. Mhm. Wie, okay. Wann kamen die ersten Kotztierchen auf die Welt? Genau, sie müssen ja irgendwann da gewesen sein. Das weiß ich gar sind nicht. Sind Kotztierchen elektrisch? Nee. Sind sie groß? Nein. Gibt es die schon länger als 1980? Nee, ich glaube die, ich weiß gar nicht, meine, die kamen, also nee, ich glaube so alt sind die noch nicht. Du hast mehrere? Ich habe keins, nein. Du hast eben gesagt, aber meine. Ist es wahrscheinlich, dass von uns jemand sowas hat? Ich glaube eher nicht. Eher was sonst, Spezialisiertes. Also, wenn ihr eins hättet, dann wärt ihr ja schon auf die Lösung gekommen. Hat es was mit einem Sport oder einer besonderen Freizeitbeschäftigung zu tun, die manche Menschen ausüben? Nein. Wann kommen endlich die Sportfragen eigentlich? Oh Gott. Hat das irgendwas mit dem menschlichen Körper und dessen Funktionsweise zu tun? Nein. Hat das irgendetwas mit Biologie zu tun? Nein. Kann ich ein Kotztierchen sehen? Also ist das so groß, dass ich das mit... Ja. Man kann es sehen. Ist wir es haben flauschig? Hier aus dem, ist mir, ja. Ist aus dem flauschig? Publikum auch noch eine Meldung? Ja, sehr gut. Mhm. Immer her damit. Hallo, ich hätte vielleicht gesagt, es ist eine Band oder so, aber es soll ein Gegenstand sein. Ja. Ansonsten eventuell, wenn einem übel ist, bevor man einschläft, dass man so eine Art Flüchtel hat, in dem man sich festhält. Ja, flauschig, das war ja ohnehin gerade meine Frage. Nein. Schade. Nette Idee, ist aber... sind das diese Plastiktüten, wo man hineinkotzt? Wenn man zum Beispiel den Donald Trump sieht. Du meinst, Tierchen ist falsch geschrieben und das heißt Tütchen. Wir haben sonst noch eine. Tütchen hätte ich jetzt schon. Wir haben sonst auch noch eine hier. Aber es hat doch nichts mit Erbrechen zu tun. Hat das was mit Kleidungsstücken zu tun? Ja. Oh, ist es etwas, um eine Krawatte festzuhalten? Nein. Dass man sich da nicht raufkotzt oder ein Kleidungsstück? Nee. Aber es hat was mit Kleidungsstücken zu tun. Ja. Es ist ein Kleidungsstück? Nein. Hilft das beim Anziehen eines Kleidungsstückes? Nee. Ist es so ein beim Ausziehen? Das ist so ein Lätzchen fürs Moment. Ist das was fürs Baby? Nein, aber die Richtung ist schon mal... Lätzchen? Hm. Es gibt doch so... Aber also es hat was... Ja, so Lätzchen... Ich meine, bei kleinen Kindern sowas gesehen zu haben, so Hartschalen, also, damit man das Essen nicht immer vom Fußboden... Nein, das kann, also Kotztierchen kann sind jeder so, tragen. Kann jeder tragen. So die, die man sich auf den Beinen legt, damit, falls man kotzt, dass man dann nicht... Also es hat nichts mit Kotzen an sich zu tun. Kotztierchen aber kann spielt jeder es tragen. Sich irgendwo im Hals- und Brustraum ab, das Kotztierchen? Nein. Nee. Nicht auf woher kommt denn dieses Kotz? Von Kurz oder so? Es muss doch etymologisch irgendwie herleitbar sein, was Kotz, außer Kotzen ja, noch aber wenn das nicht ins Mittelalter abzuleiten. Ich habe den Verdacht, das ist gleich total logisch, wenn er da sitzt und sagt, es ist Folgendes. Weil wir sind jetzt schon so aber, dran, aber es war doch was... So was Ähnliches wie ein Lätzchen. Mit Kindern oder Lätzchen und so. Ja, sowas da, Ähnliches. Da hat er irgendwie sich so komisch bewegt. Also es bezieht sich nicht nur auf Kinder, das können auch... Es gibt auch alte Menschen. Kotztierchen kann jeder haben. Ach so. Aber mit Windeln hat es nichts zu tun. Nee. Das wären ja Pupstierchen. Entschuldigung. Es hat ja auch nichts mit dem Körper zu tun und dessen Fehlfunktion, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es ist ein Kleidungsstück. Nee, es hat nur mit Kleidungsstücken zu tun. Ja. Und mit einem gesellschaftlichen Problem. Das ist bestimmt das eine Öse am Reißverschluss oder an einem Knopf oder sowas. Nee. Ich habe keine Idee mehr.
Ist es dazu da, um einen... Ich fand das so toll, da hänge ich jetzt so irgendwie dran an diesem... Ja, ne? Du machst es auch so schön. Ist das irgendwie da, um einen vor Peinlichkeiten zu bewahren? Ja. Ah. Was? Damit irgendwas nicht aufgeht. Ja, damit tausch mal das geht gegen irgendein anderes Wort aus. Damit das nicht aufgeplatzt? Aufreißt. Nee. Auf Knopf aufspringt oder so? Nee. Nein. Zugeht. Nee, nee, auf und auf, dann... Aufquillt. Auf. Nee. Damit das Kleidungsstück nicht fehlfunktioniert. Also keine Wardrobe Malfunction, wie man ja so schön sagt. Ja, Oh, wir haben wieder Unterstützung. Ja. Hat es vielleicht mit Flecken zu tun? Ja. Mit Flecken. Wie jetzt? Jetzt hast du nicht die Lösung? Fleckenvermeidung oder sowas. Ach so. Fleckenvermeidung oder die Lösung müsst ihr, also nur Tipps. So. Ist das so wie Gallseife oder? Nein. Er kennt keine Gallseife, nee, glaube ich, so kocht er. Pass auf, was ist Gallseife? Ist es irgendwie so Farbe, die wie Stoff aussieht, wenn man sie auf Kleider malt, um die Flecken zu verstecken? Nein, aber du bist sehr nah dran an der Lösung. Es ist ein Reinigungsmittel für Kleidung. Nein. Ein besonderer Faden, ein besonderer Stoff, den man nur für Schürzen und sowas also verwendet. Es löst nicht das Problem, das... Aber es verdeckt das Problem. Es verdeckt das Problem, ja. Oder, ja, sind das so Stoffe, zu denen man das übernimmt? Sind bestimmt so, weißt du, so Ansteckblümchen? Nee, echt jetzt? Erzähl weiter. So Ansteckblümchen, um so Flecken an Kleidung irgendwie wegzukaschieren. Ich lasse es mal gelten. Das ist echt jetzt? Richtig, Kotztierchen sind tatsächlich so kleine Anstecker, die so aussehen wie irgendein Tierchen. Und das machst du dir an die Kleidung, wenn du dich irgendwie bekleckert hast. Und dann sieht das so aus, als wenn dieser Fleck zu diesem Anstecker gehört. Natürlich. Als wenn dieses Tierchen dir auf deine Kleidung gekotzt hat, sozusagen. Großartig. Wahnsinn. Und deswegen heißt das... Waren das jetzt 10 Sekunden vor Ende? Das war jetzt wirklich kurz vor Schluss, ja. Das geht fürs Sende... Wer macht sowas? Fürs Sendegeld. Gut. Grandios. Jetzt kennt irgendjemanden, der Kotztierchen verwendet? Jetzt musst du auch keine Mate trinken, wenn du nicht möchtest. Ja, ich tue das da rein, aber es ist wirklich noch nicht lecker. Das ist ideal, weil hat man sowas wahrscheinlich irgendwie am Anzug. Flasche. Stimmt. Du musst jetzt auch die, wieder. Die dritte schmeckt gut. Das ist für dich. Oh, der ist voll geworden. Ich kann noch tauschen. Also. Du hast gleich einen doppelten. Guck mal hier, da kann man mal so ein bisschen so. Ja, schön so, über meine Hose, genau. So. So. Das klebt fast gar nicht. Möchte jemand nach vorne kommen? ich sehe einen mehr oder weniger unfreiwilligen Kandidaten. Aber wir sagen jetzt erstmal nochmal schnell Prost. Okay, Prost erstmal. Und dann musst du uns verlassen. Dann nehmen wir den Nächsten. Okay. Oder die Nächste. Oder die Nächste, ja genau. Mhm. Oder die Nächste. Ich kenne denjenigen schon. Ich bitte auf die Bühne Sven. Und wir sagen Dankeschön. Dankeschön. Ja, das war super. Sag nochmal einen Namen. Was dann? Okay. So. Hi. Hallo Sven. Einmal kurz vorstellen für die Menge. Und jetzt wieder drauf. Was? Die Kappe jetzt wieder oben. Das passt nicht. Ach, schade. Sven, ja, Speckmantel von Hamburg. Speckgürtel heißt es, ja. Und Podcaster. Punkt. Fertig. Stimmt. Ja, ne? Apropos hier. Ach so. Du musst schneller trinken, du musst dich dran gewöhnen. Ehrlich, schneller? Ja. So. Ich finde, ich habe mehr als du jetzt schon. Aber du hast schon 3 drin. Prost. 2. Prost. Prost. So. Chai-Latte und Martin ist ja auch. Es passt das gleich. Wir mal hier zwischendurch einen Schluck vom Wasser. So, wir sind nicht so, alleine, du musst weitermachen. Ahaha, hier. So. Timing. Nächste Frage. Du musst erst den Timer hier wieder engagen. Warum... Was? Oh. Runter. Stellst du uns so, die Frage? Warum trennte sich die FDP auf ihrem Parteitag 2001 von den Pünktchen hinter den Buchstaben FDP? Zeit läuft. Das ist bestimmt irgendwas werbermäßiges, neues Logo oder so. Hm, ja, das geht schon mal. Wahrscheinlich sah es einfach nur nicht gut aus.
Es muss ja nicht immer richtig sein, es soll ja einfach nur gut aussehen. Es war kein. Also typografisch weiß ich jetzt nicht, ob da nun irgendwie noch was hintersteckt, aber so vom. Es war nichts Kosmetisches. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass das als Abkürzung für irgendwas steht. Also es gibt ja FDH zum Beispiel, frisst die Hälfte als Diätstrategie. Und vielleicht ist FDP auch frisst die Pfunde oder sowas. Und damit wollten sie nicht mehr verwechselt werden. Nee. Also es ist keine Abkürzung, die jetzt ähnlich. Schade, ich war gerade dabei, noch weitere Abkürzungen zu überlegen. Das haben wir jetzt zu früh ausgeschlossen. Frau Diener war schon so... Oh. Was hat's, werbermäßig. Also irgendwelche Werber haben gesagt, sieht nicht so geil aus oder so. Ja, das Aussehen hat er bei mir schon gesagt, nein. Also das Logo sah mit Punkten heiß aus. Also ja, wahrscheinlich ja, aber die Lösung ist nicht. Aber wir sind dicht dran. Mhm. Es hat was mit dem Logo. Da ist jemand hingekommen, der meldet sich, der weiß es. Da ist ein Werber, pass auf. Genau. Ja, ja, der Vormarsch des Internets macht es ja möglich, dass man keine Punkte mehr setzen kann. Vielleicht wegen der Internetseite. Ah. Da hätten wir aber wirklich drauf kommen können. Ja. 5 € fürs Da hätte man es überhaupt was einfallen lassen. Das war jetzt jemand aus dem Internetzentrum. Ja, f.d. Du hättest dir jetzt auch einen Schnaps verdient, wenn du möchtest. Ich muss ja noch arbeiten hier. Von ja, daher, wir nicht. Es war tatsächlich egal. Es ging um die, ich bin im den Internetauftritt Sitzen. Tatsächlich und das Problem, dass man das eben so nicht gewinnen ist. Nein? Umsetzen kann. Sicher? Dein Glas? Für mich? Okay. Dein Glas? Für mich? Ich nehme einfach ein neues. Genau. Du musst bitte dir Mate einschenken. Ja, Mate. Ich hatte es kurz vergessen. Entschuldigung. Und wie ist inzwischen mit der Mate? Also, wird es besser oder? Ach, weißt du. Ich weiß noch nicht. Danke. So, Prost. Prost Hamburg! So. Okay, noch ein. Jetzt weiß ich's. Was ist die Frage? So, Timeline löschen und. Nächste Frage. Was ist ein Schwanzwort? Ein Schwanzwort. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht das, wonach es klingt. Wonach klingt es denn? Ganz gefährlich. Es ist nichts Unanständiges, schätze ich mal. Nein. Es ist bestimmt wieder ein Begriff aus der Typografie. Ja. Da? Ist Oberweser Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmütze ein Schwanzwort? Nein. Ein Wort, was man hinter einem anderen Wort anhängt. Nee, aber nah dran. Also schon was Linguistisches. Ja. Sowas wie Hörer und dann Innen. Ja. Das ausgerechnet gut, das dann Schwanzwort heißt, ist natürlich auch ganz geil. Nee, das, also ist... Er hat ja gesagt und jetzt sagt er nee. Er hat ja gesagt. Ich frage mich auch die ganze Zeit, was er da macht. Den Timer lesen. Den Timer. Was so lange liest Twitter. Sind den zu langsam. Er guckt schnell die Antwort nach. Du meinst ja Twitter. Ein Schwanzwort, Leute. Also wahrscheinlich ist das irgendein Appendix, den man hinten dran hängt. An ein an sich schon okayes Wort. Nee. Um es irgendwie zu erklären. Aber er trampelt die ganze Zeit auf die Lösung rum. Also es ist ein Wort. Punkt. Es ist nichts, was ich hinten dran hänge, sondern was ich davor stelle, vor andere Wörter. Nee. Ich erzähle niemandem übrigens, eine dass ich Germanistik studiert habe. Eine zusätzliche Silbe. Da weißt du das nicht. Nein, ist aber ist immer noch nah dran. Ist es mehr was Linguistisches oder mehr was Typografisches, was mit Satz zu tun hat? Beschreibe Typografie. Ein Wort, was nur aus Buchstaben besteht, die nicht Setzen. In die obere, also keine T's und L's, sondern nur in M. Nein. Aber bei den Innen hat er schon gezuckt. Ein Anhängsel, um etwas zur Mehrzahl zu machen oder Nein. etwas zu erweitern. Das würde auch nicht Wort heißen. Ja, also was heißt in der Germanistik nicht Wort? Warum zuckt er dann bei HörerInnen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich guck noch mal so. Da will es keiner sagen. Sind das irgendwie zusammengesetzte Wortteile? Nee. Nein.
Zusammengesetzte Wörter. Nee. Zusammengesetzte Silben. Nein. Überhaupt was Zusammengesetztes. Aber ein Schwanzwort ist ein Wort. Ne? Ja. Also das, was wir als Wort bezeichnen. Ja. Muss das eine bestimmte Länge haben? Nö. Muss es irgendwo dranhängen? Nö. Aber hat es was, also kann jedes Wort ein Schwanzwort sein oder gibt es nur bestimmte Wörter, die Schwanzwörter sind? Das geht nicht mit jedem Wort, glaube ich. Das wird schwierig. Betrifft es nur Hauptwörter? Was sind Hauptwörter? Nomen. Ah, Nomen. Substantiv. Beschreibe Hauptwort, genau. Ja. Also sowas wie in oder laufen könnte kein Schwanzwort sein. Das sind Präpositionen und Verben. Ja. Oh Gott, jetzt wird's. Können wir bitte gehen? Ja. Man kann auch in deinem Gesicht nicht die Lösung erkennen. Das fällt mir auf jeden Fall auf. Ja. Der spielt doch irgendwas. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen über diesen Schwanz nachdenken. Du meinst also das Ende des Wortes? Nee. Den Anfang. Also wofür kann das stehen? Was macht die Schwanzigkeit des Schwanzwortes, ja, genau, aus? Wann ist dein Schwanzwort ein Schwanzwort und nicht nur ein Wort? Ja, es reicht ja nicht, wann es hinten anhängt. Richtig. Hat er ja schon gesagt. Genau. Es muss vorne dran Schwanz stehen. Der Schwanz steht ja vorne. Es muss ein Wort sein, wo man etwas anhängen kann. Nö. Also das ist, es hat ja nicht mit Anhängen zu tun. Richtig. Ich glaube, das haben wir ja schon mal geklärt. Nichts mit Anhängen zu tun. Hat es was damit zu tun, wie viele Konsonanten oder Vokale hintereinander sind in dem Wort? Und wie lange es ist, hatten wir auch schon geklärt. Ja. Sind es Wörter, die ihm irgendein kryptisches Zeichen, sagen wir, ein Ad vorgesetzt sind? Nö. Ein Hash? Hat es was mit Technik zu tun? Nein. Das fragen wir ab jetzt immer am Anfang. Hat es was damit zu tun, wie dieses Wort gedruckt erscheint? Nein. Besonders groß geschrieben, alles egal. Ja, in egal. Rot. Ja, das ist völlig egal. Ja, gibt es auch Schwanzwörter, die in Rot geschrieben werden? Wahrscheinlich. Also ich kann auch Schwanzwörter definieren, wenn ich sie ausspreche. Ja. Mhm. Ist ein Schwanzwort per se ein Schwanzwort oder definieren das andere Menschen als Schwanzwort? Oder einige ist das inhärent? Einige definieren das so. Jetzt machen einige. Sagt man das eher nur oder schreibt man es auf? Das schreibt man auch. Also auch. Also wenn du das Wort so sagst, dann schreibst du es vermutlich auch so. Mhm. Ist das eine Fehlleistung? Das Schwanzwort. Eine linguistische oder sprachliche Fehlleistung. Nicht unbedingt. Nee. Haben wir alle schon mal Schwanzwörter benutzt? Ja, da bin ich mir sicher. Häufig. Heute schon. Bestimmt. Hier auf der Bühne. Nee, da habe ich nicht drauf geachtet. Nee. Hallo. Oh, hat es was mit einem Bindestrich zu tun? Nein. Ja. Mach, dass die Zeit umgeht. Das ist fürchterlich. Hat es mit der Wortposition zu tun? Nee. So satzgliedmäßig meinst du? Satzglied-Schwanzwort. So Subjekt-Prädikat-Schwanzwort. Eindeutige Bestimmung. Okay. Wenn ich das in meinen Klausuren geschrieben hätte, die Professorin, du hättest gewonnen, würde sich freuen. Ja. Ich würde jetzt sagen, wir stehen auf dem Schlauch, aber ich habe das Gefühl, da gibt es dann so Assoziationen mit Schlauch und Schwanz. War schon wirklich eine recht Schlauch. Es hat auch nichts mit der Aussprache zu tun. Es hat was mit der Aussprache. Ich sehe es schon, ja. Hier ist noch eine Meldung. Oh, sehr, ja, gut. Wo denn? Ist es ein überflüssiges Wort? Es geht um ein überflüssiges Wort, ja. Überflüssig innerhalb eines Satzes oder das Wort an sich ist überflüssig? Das Wort an sich, ja. Sind das so Füllwörter? Ein Wort, was unnötigerweise ans Ende eines Satzes angehängt wird. Nein. Weißt du? Weißt du? Zum Beispiel da. Digga. Aber ja, es geht um schon was Unnötiges. So. Also wenn ich so einen Fokusmarker oder sowas benutze, was sonst keine Funktion hat, bin ich da so hingegangen? Das so hat ja keine Funktion weiter. Ist das, wenn ich irgendeinen Laut an ein Wort appliziere, der nicht dahin gehört?
Du benutzt immer so schöne Worte. Applizieren und Fehlleistung und so. Ich bin ganz beeindruckt. Dankeschön. Also ihr habt ja die ganze Zeit gesagt, so irgendwas anhängen und nein, eher das Gegenteil. Etwas abnehmen. Abhängen. Ah, was zurecht, was wegnuscheln. Nee. 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 Soll einfach einen Teil eines Wortes nicht sagen. Ein Wort, was auch noch funktioniert, wenn ich irgendwas weglasse in dem Wort. Ja. Mhm. Aber das war noch nicht die Lösung. Buchstaben oder Silben wegfallen lassen und trotzdem gleiche Bedeutung hinkriegen. Ja. Also statt gehen, gehen sagen. Ja, ich weiß nicht, ob das auch als Schwanzwort gilt, aber... Beispiel. Ja, ich... Mir fällt jetzt kein Schwanzwort ein, was ich in den Mund nehmen kann. Also es ist jetzt nichts Sprachliches. Den so, hast du geplant. Statt gehen, gehen. Ich habe ja gesagt, wenn man es so sagt, dann schreibt man das auch so. Aber es ist immer noch ein korrektes Wort so nach... Aber wir haben noch ein bisschen Hilfe für euch aus dem Publikum. Wo denn? Ich sehe das schon wieder. Ist ein Auto und ein Bus ein Schwanzwort? Es ist... Richtig, ja. Und was, Moment, was? Autobus oder Auto oder Bus? Ah, ein zusammengesetztes Genau das ist die Lösung. Was, ein Auto und ein Bus. Ja, das heißt ja Automobil und Omnibus. Zum Beispiel Wörter wie Auto. Ihr kennt das vielleicht von älteren Menschen, die noch sagen, oh, ich war heute wieder mit dem Autobus unterwegs. Und du sagst, kannst du das nochmal machen? Man irritiert. Man ist irritiert, so Autobus, Multibus, und dann man sagt ja auch, vielleicht statt Wäschetrockner, Trockner einfach nur. Ne? Ah. Solche Wörter. Das sind Schwanzwörter. Oder statt Bahn, oder Bahn statt Eisenbahn. Mhm. Und das ist dann ein Schwanzwort, wenn ich es verwende ohne die andere Silbe. Möchtest du oder... Du kannst dir 5 Euro abholen. Und einen Schnaps, genau, wenn du möchtest. Der ist freiwillig, ja. Kann auch gerne zu dir kommen. Oder gib Gegenden, ist hier so auf dem Weg. Möchtest du einen? Möchtest du sowas hier? Das ist freiwillig jetzt. Also die hat ja die Lösung. Es ist super schön grün. Ja, wir müssen auch. Ja, aber jetzt erstmal. Weil du die Frage gelöst Vielen hast. Dank. Deswegen hast du Geld bekommen. Warum du Geld bekommen hast? Weil du es richtig gemacht hast. Richtig. Das war die Lösung, ja. Wie geht's euch? So? Ja. Also meine ich habe jede Runde getrunken bis jetzt. Ist das auch auffällig bisher? Ist das wahrscheinlich anders. Meine Arme kribbeln. Also mir geht's noch gut. Prost auf dich. Prost. Prost. Auf euch da draußen. So. Ich wollte schon immer mal im Podcast trinken. Super. Ist gut. Ich mag die Frage. Werdet ihr lockerer jetzt davon? Das frage ich mich bis heute, warum. Ich bin schon die ganze Zeit total locker. Total locker. Eigentlich müsste das ja der Gyrosensor von alleine schaffen. Wir kriegen eine neue Frage. Warum hat eine weltbekannte Telefonfirma ein Handy mit einer eingebauten Wasserwaage auf den Markt gebracht? Weil es ein Handy für Bauarbeiter war und deshalb eine Funktion gleich inklusive. Nein. Weil sie es können. Die Antwort Nein. für alles. Kriege ich 5 Euro, wenn ich weiß, welches Handy das ist? Ja. War das Nokia? Ja. Das klingt so finnisch irgendwie. War ja immer Nokia. Irgendwie unnütze Sachen einbauen. Es klingt so finnisch? Was klingt denn irgendwie daran finnisch? Praktisch, aber trotzdem komisch. Aha. Tja, warum? Ja, warum? Wenn, ach nee, die sind ja nicht kaputt gegangen. Ich wollte gerade sagen, wenn es kaputt geht, konnte man es wenigstens noch als Wasserwaage benutzen. Aber da wäre jetzt Nokia der falsche Anbieter für. Man musste das Handy in einer geraden oder schiefen Position extra halten für irgendeine bestimmte Funktion. Jetzt mal abgesehen davon, dass man irgendwas austarieren wollte. Ja. War das ein Spezialhandy für bestimmte Gruppen, Berufsstände oder ähnliches? Nö, also ich habe gerade auch nochmal nachguckt. Das sieht aus wie ein normales Handy. Also. Es hatte nichts mit Snake-Spielen zu tun. Nein. Wäre bei Nokia auch möglich. Aber es gab eine Anwendung auf diesem Handy, für die das wichtig war. Ja. Aber müssen wir jetzt alle Anwendungen durchgehen? Fotos. Fotos? Moment, in was für einem Jahr befinden wir uns? Konnten die Handys da schon Fotos, als das eingebaut wurde? Mit Handy meine ich wirklich Handy, was man heute Feature-Phone gerne mal schimpft oder so. Also, ach, die 30-Euro-Ware. Also wir reden nicht von sowas hier, irgendwie so Smartphone, sondern wirklich Handy. Schwarz-Weiß-Display und so.
Ich glaube, es hatte schon ein Farbdisplay. Okay. Ich dachte jetzt, er sagt, ich weiß nicht, ob es ein Display hat. Doch, das weiß ich tatsächlich. Okay, es hatte schon ein Farbdisplay und es konnte eine Wasserwaage. Und das war sehr besonders. Naja, es hat eine Wasserwaage drin. Ne? Also andere Handys hatten das zu der Zeit noch nicht, möchtest du uns damit sagen. Wurde es denn gut verkauft? Weiß ich nicht. Aber weil sie es können, ist der einzige Grund, der jetzt logisch wäre. Mhm. Weil richtig so wichtig ist es ja auch nicht. Ne? Nee, anscheinend gibt es ja einen bestimmten Anwendungsfall. Mhm. Sprich, es gab eine bestimmte App dafür. Mhm. Eine App? Ja, gut. Na gut, vielleicht war es das erste Handy, was überhaupt so eine Art Lagesensor eingebaut hatte. Und das war das Tolle daran. Ja, aber anscheinend haben sie das halt aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Die Frage ist jetzt, Lagesensor im Sinne eines Software-Lagesensors oder wirklich hinten drauf so ein kleines... Das ist wirklich eine richtige Wasserwaage. Wie also da war richtig, so also haptisch, Röhrchen mit das ist ja, so wirklich eine richtige Wasserwaage. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Was? Ja, es ist wirklich eine richtige kleine Wasserwaage. Ja. Ding. So. Ja, davon gehe ich die ganze Zeit aus. Und es ist nicht für einen speziellen Berufsstand. Ich habe an sowas so auf dem Display gedacht. Nee, sowas das haben wir so ja alle. Vielleicht. Ja. Ja, mit einer Luftblase? Das ist wirklich eine richtige kleine Wasserwaage. In dem jetzt bin ich enttäuscht. Nokia? Ich dachte ja, dass es schlimm ist. Ja, aber dass es so schlimm ist, wusste ich jetzt nicht. Ist ein Outdoor-Phone. Also was man damals Outdoor-Phone nannte. Ja, das klingt gut. Hat man es zum Beispiel genommen, wenn man bergsteigen wollte und man wollte dann sehen, in wie viel Steigung, Neigung... Nee, aber ist schon in die richtige Richtung. Ist es ein sportlicher Anwendungszweck? Nee. Ein handwerklicher Anwendungszweck? Nee, aber das mit Outdoor und Bergsteigen und also Outdoor auf jeden Fall ist schon mal richtig hier. Ja. Mhm. Also so Outdoor, Survival-mäßig. Ja, nur vielleicht. Wofür braucht man denn noch Wasserwagen Outdoor? Oder ich glaube, wir haben Hilfe. Oh. Ja, ihr seid so schön sprachlos, hier ist noch eine Meldung. Ja. Vielleicht als Zielvorrichtung und das auf ein Gewehr zu bauen vorne. Nein. Für Jäger und Jägerinnen. Nein, das war's nicht. Hatte das Handy auch einen Kompass? Also so extra, nicht jetzt auch wieder als Applikationssoftware sein. Ja, wer weiß. Für den Bärentöter, weißt du, so Elch. Für also Scharfschützengewehr zum Austarieren. Ich glaube, das mit dem Kompass kann man gelten lassen. Das Outdoor-Handy hatte tatsächlich einen Kompass eingebaut, der nur dann richtig funktioniert hat, wenn du das Handy richtig gehalten hast. Logisch. Und dafür braucht es die Wasserwaage. Wie, hat er jetzt gewonnen? Ja. Ja, und es handelt sich um das... Sven hat gewonnen. Nokia 5 Euro. Das Nokia 5140i. Du musst dir bitte wieder... Was wirklich vorne oben links so einen kleinen... Ich achte da drauf. So eine kleine Wasserwaage. Ein Marschenker, Becky. Ehrlich. Drinne hat. Moderator? Moderator? Ja. Dein Glas? Ach so, ja, natürlich. Ja, ja, ne? Nimm doch das ist so voll. Ja, und du? Gerne. Sie ist schon voll. Guck mal, ich will so viel wie du. Ja, top. Und, Komm, ich mache meins auch noch ein bisschen voller. Danke. Dann muss sich hier niemand beschweren. Rüsterchen. Das hast du gut gemacht. Das hast du toll gemacht, ja. Wir sind beeindruckt. So. Also zwei Drittel sind um, würde ich sagen. Gott sei Dank. Also nicht, dass es hier jetzt... Also nicht, dass es keinen Spaß macht, aber... Wollt ihr noch tauschen? Oder? Ich kann auch hier sitzen bleiben. Ja, genau. Also wenn jemand tauschen möchte, dann... Ja, dann guck mal, da hinten meldet sich jemand. Ja, dann gerne vorkommen. Dann danke vielen dir. Dank, Sven. Tschüss, Sven. Und bis demnächst. Applaus für Sven. Hi. 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 Mal vorstellen kurz. Wer bist du? Sehr gut. Hallo, ich bin Joe. Joe. Genau. Ich habe euch einen Schnaps mitgebracht, wenn ihr mal was anderes trinken wollt. Das sind Mädels, die trinken die ganze Zeit. Was ist das? Ja, ich kann kein Serbisch, aber... Es ist wunderbar. 23% ohne... Oh, das ein bisschen stärker als das, was wir hier haben. Ja, du trinkst den dann aber mit uns, oder? Serbien. Ja, gut. Ja, erst wenn wir wieder eine Frage beantwortet haben. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir kriegen eine Frage, Leute. Serbischer Likör. Das wird dein Glas. Ich bin sehr gespannt auf die Lösungsvorschläge eurer nächsten Frage. Jawohl. Moment. Warum werden die Fluggäste auf dem Kölner Flughafen mit dem Spruch Willkommen in Bonn, Köln-Bonn, begrüßt? Wahrscheinlich, weil der Kölner Flughafen auf Bonner Stadtgelände liegt? Nein. Also, keine Ahnung, aber das ist nicht die Lösung. Schade.
Also das Witzige daran ist jetzt, dass das Wort Bonn zweimal vorkommt, sozusagen. Das heißt wirklich, wir kommen in Bonn, Köln-Bonn. Weil der Flughafen heißt doch Flughafen Köln-Bonn, richtig? Genau. Ja. Und Bonn ist quasi der Ort und Köln-Bonn ist der Name des Flughafens. Ja. Deshalb wird beides genannt. Hat Bonn einen Flughafen? Ja, so wie ich sonst sage, willkommen in Berlin, Schönefeld. Willkommen in Bonn, Köln-Bonn. Ja, das wäre ja eigentlich mein Ansatz gewesen. Vielleicht teilen sich die beiden Städte einen Flughafen? Ja. Ja, tun sie. Dann macht das jetzt voll Sinn. Nein. Nein? Das hat nichts mit der Lösung zu tun. Jetzt bin ich enttäuscht. Das heißt, wir sind uns so sicher, dass wir recht haben und wir haben gar nicht recht gerade. Das ist ja bitter. Die Frage ist, warum er Bonn sagt. Weil der Flughafen heißt Köln-Bonn, das ist okay. Ja, damals. Ich kann ja nochmal den Spruch, wir kommen in Bonn, Köln-Bonn. Okay, also hat es irgendeine popkulturelle Bedeutung? Es ist so eine James-Bond-Anleihe. Ja. Sagt die Lufthansa das auch? Ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt auf... Also da auf wedeln, na, aber er hat es doch eigentlich schon selber rausgefunden gerade, oder? Ja, so mit der James-Bond... Es hat, ja, James-Bond, aber da fehlt jetzt Bond, noch James-Bond, ja. Köln-Bond. Ja, jetzt noch warum? Gut, vielleicht in irgendeiner bekannten Werbung, die ich nicht kenne? Nein. Nee, aber vielleicht wurde irgendein James-Bond-Film da gedreht? Nee, aber es hat definitiv mit James Bond zu tun. Ja. Okay, aber es steht da ausschließlich auf Deutsch, ja? Also, weiß nicht, ob der Spruch auch auf Englisch kommt. Ich also, das sind mal, zwei Leute, wir haben noch jemanden im Publikum, da können wir ja vielleicht noch mal hinschalten. Ja. Ich dachte, es hängt damit zusammen, dass Bonn früher Hauptstadt war, dass das der Hauptstadtflughafen war. Nein. Also der Flughafen Bonn. Das hat nichts damit zu tun. Wir sind ja schon dabei, dass es was mit James Bond zu tun hat. Wir wissen nur noch nicht was. Also ich weiß nicht, ob es die finale Antwort ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es vom Synchronsprecher von James Bond auch gesprochen wird. Ist das die finale Antwort? Das ist die finale Antwort. Menschen. Du weißt Sachen, das ist ja unfassbar. Ja. Warte. Ja, er weiß sogar noch mehr. Ja, ja. Menschen, die Pastewka-Folge geguckt haben, in der Pastewka einen Spender packen muss, wissen das, weil das ist der Gag, der sich durch die ganze Folge zieht. Okay. Genau. Ich wollte es gerade sagen. Tatsächlich befindet sich mindestens ein Pastewka-Zuschauer im Publikum. Anscheinend nicht auf der Bühne. Nicht auf der Bühne. Und ja. Verdammt. So, Freunde. Jetzt auch trinken, ja, sehr gut. Medenka gibt's jetzt. Ich bin gespannt. Hast du schon ein Glas? Ja, da. Ich habe auch jetzt einen ganz kleinen Schluck. Das ist ganz schön schlau, dass du ihm das auch noch anbietest. Naja, natürlich. Weil wenn er es jetzt nicht trinkt. Ach so, ich muss ja auch wieder Mate hier. Du darfst auch Medenka haben, wenn du möchtest. Nee. Boah. Riecht schon mal nicht gut. Riecht nicht gut? Nee. Was ist denn das? Oh, es riecht holunderig. Kann man da irgendwas zum... Da sind Bienen das drauf. Das hat was mit falscher Deckung. Das hat was mit Honig zu tun. Hier sind Moment, süße halt, Bienen drauf. Du kannst halt, was vom Wasser irgendwie. Hast du mal dran gerochen? Das riecht wie Mutterns Parfum. Das ist Honig. Das riecht Leute, sehr, da riecht ihr Honig. Nee. Ja, das ist sehr. Das sind diese Bienen. Honig. Serbien oder so. Honig, oh, freue ich mich über meine Mate. Guck mal, wie süß sie ist, die kleine Prosit. Biene. Likör Ot Meda. Ja, das kann sein. Also meine Mate ist deutlich besser. Oh, habt ihr das gehört? Er hat schon gesagt, seine Mate ist besser. Es wirkt langsam. Es ist gerade besser. Boah, das schmeckt nach Kaugummi. Also es wird langsam so ein bisschen... Geschmacksachterbahn, ne? Nee, das hat heulig. Kaugummi. Oh. Oder? Wie dieses Schlumpfeis. Es ist jetzt eine Mate drauf. Na gut. So. Ja, auf jeden Fall. Lieber Mate als... Ja. Gleich brauchen wir auch Kotztierchen oder so. Ja. Unbedingt. So. Oh. Kriegen wir eine neue Frage, ja. Ja. Was ist ein Touristenentferner? Oh, ist das jemand, der für Reisekatalogbilder ja. Touristen aus so den Bildern retuschiert? Im Ernst? Super. Die Reisejournalistin hat es gewonnen, würde ich sagen. Das war eindeutig Expertinnenwissen. Ich wusste das aber nicht. Ach so, ich wusstest es nicht. Umso grandioser. So. Das ist das Erste, was ich denke. So Scheiß-Tourist hier aus dem Bild. Ich glaube, das Grüne ist wieder, ne? Geld ist aus, die fragen nicht. Wir trinken länger, als dass wir raten. Merkt ihr das? Ja. Wir machen auch ohne Geld weiter. Ach so, okay. Möchtest du das oder das Honig-Kaugummi? Ich will beides nicht. Nee, eins musst du. Ach nee, du hast da eins geraten. Du musst ja gar nicht. Genau. Entschuldige bitte. Oh, du hast gleich einen sehr vollen bekommen. Sehr gut. Hast du schon? Nein. Auch dieses? Ja. Das sind so Fragen, wo man entweder
Weiß man es sofort oder alle treten irgendwie... Es hätte auch sein können, wir stehen 10 Minuten auf dem Schlauch. Ja. Auf dem Schwanz. Auf dem Kotztierch. Prost. 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 Ja, das ist viel besser. So, super. Aber trotzdem vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Sehr gerne. Ja. Die Frage ist schön. Warum wollte sich im März 2009 kaum jemand auf die Bank einer Bushaltestelle in Rotterdam setzen? Hund, Katze, Maus. Nein. Ich war 2009 in Rotterdam. Und? Tja, hat das was mit dem Jahr zu tun? Oder war das nur sehr zufällig? Das war zufällig 2009. Okay. Ist es wichtig, dass das in Rotterdam war? Ja. Hat es irgendwas mit Design der Bushaltestelle zu tun? Nee. War da eine Werbung irgendwie? Es gibt in Rotterdam so eine große Statue, die heißt Kabauter Buttplug. Und die sieht aus wie ein kleiner Klabautermann, der aussieht wie ein Buttplug. Und vielleicht war die direkt da gegenüber und niemand wollte das angucken? Nein, aber... Ja. Hat das was mit der Bank selbst zu tun? Ja. Okay. Hat es geregnet an dem Tag? Nee. Nee, es ist ja das ganze... Ach nee, im März. Geht es nur um einen Tag? Oder allgemein? Ich weiß nicht, wie lange das war. War da irgendein unangenehmer Geruch vielleicht, der die Menschen abgehalten hat? Nee, aber unangenehm geht schon mal so. Irgendeine Installation an dieser Bank. Ja. Ein sensorischer Einfluss. Irgendwie. Ja. War das Kunst? Oder konnte das nicht? War das Kunst? Sicher? Man kann es wahrscheinlich als Kunstaktion War das irgendwas Aktivistisches? Nee. Geräusche? Also, nee. Also aber jemand hatte bewusst mal, genau diese Bank so gestaltet. Ja. Ja. Hatte wo ist das Mikrofon? Der weiß das. Guck mal. Hatte die Bank eine eingebaute Waage? Ja. Und es wird angezeigt, so hier liegen so und so viele Kilo auf der Bank rum. Richtig. Komm, setz dich und alles sehen, wie dick du bist. Großartig. Richtig, cool. Großartig. Es war eine Werbeaktion von einem Fitnessstudio, die wirklich da eine Waage in diese Bank eingebaut super haben Idee. Und dann irgendwie auch gleich gesagt haben, so hier... Das ist schrecklich. Und da geht es auch gleich zum Fitnessstudio so. Wir könnten dir hier diesen Honiglikör zuwerfen. Hast du Interesse? Ja. Ich kann nur nicht werfen, möchte ich ihm. Es ist eine Plastikflasche. Er kommt nach vorne und holt es. Achso. Hi. Ja, aber. Das ist ein Geschenk drum. Pass auf, wir geben dir ja einfach einen kleinen ausgeben. Ja, so, du machst so, dass ich. Zack. So, bitteschön. Warte. Guck mal, das passt irgendwie zum Sendezentrum. Wenn du das mal dagegen hältst, verschwindet der Becher. Du müsstest jetzt antworten, deshalb hast du diesen Likör aus. Ja, nicht ganz. Also Prost! Vielen Dank für deine Mitwirkung. Ich habe tatsächlich gezielt. Es geht auch noch einen Moment, also du kannst noch weitermachen. Du kannst noch weitermachen. Ihr könnt auch den Becher da hinstellen, vielleicht darfst du noch wiederkommen. Gut, danke dir. Ja, genau. Wir danken dir. Danke. Ja, super, so machen wir das. Setz mal erstmal auf. Genau. Hallo, wer bist du? Hi, ich bin der Philipp. Moin, Philipp. Gut, jetzt machen wir mit Philipp weiter. Haben wir denn noch Fragen? Ja. Sehr gut. Geht's schön. Wir haben auch gar keine Fragen mehr. Genau. Warum ist bei einer Verkehrsampel im Staat New York das grüne Licht oben und das rote unten? Nur eine? Ja, ich vermute mal, es geht nur um eine Ampel, ja. Und das ist intendiert. Also es hat nicht jemand aus Versehen irgendwie eine Ja, vielleicht. Ja, vielleicht fährt man so steil nach oben. Aber das könnte dann San Francisco sein, oder? Nee. So. Das wäre dann noch mehr als eine. Steht die an einer Stelle, wo im Hintergrund auch etwas oben rot und unten grün ist und die Farben würden, so wie wenn wir dieses Glas vor das Sendezentrumsbanner halten? Nein. Ist das eine Ampel für Autos? Also für eine ganz normale Verkehrsampel? Ja. Würde man die genauso wieder hinstellen? Wenn man das heute nochmal entscheiden würde. Nicht so ein, wir haben nur noch Modelle für links, deswegen drehen wir die einfach auf den Kopf. Ah. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Ampelnotstand. Ach so, also
Weil es ein Rechtsabbiegerfall war, man braucht aber noch einen für links. Nee, also deshalb. Nein, das, ich gehe mal davon aus, die Ampel gibt es immer noch so da. Also das, aha. Ist die technologisch anders als die anderen Ampeln? Irgendwie jetzt LED oder? Nö. Ist einfach nur umgedreht. Wirkt sich das in irgendeiner Weise auf den Autofahrer aus? Also weiß der dann, dass der irgendwas anders machen muss? Ja. Das hat mit dem Autofahrer auch zu tun, ja. Grün bedeutet trotzdem fahren und rot halten? Ja. Mhm. Oh, wir haben schon wieder Unterstützung aus dem Publikum. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht sind die Leute farbenblind oder so? Wegen Rot-Grün-Schwäche? Hier vorne? Aber dann wäre es ja besonders ungünstig, es zu vertauschen. Das ist echt scheiße. Dann leuchtet es plötzlich rum und ich denke, ich muss halten. Und ja. Nee, andersrum. So. Ja, reflektiert vielleicht irgendein Hochhaus genauso, dass das Bild auf dem Kopf steht und ich sehe, wenn ich aus dem Tunnel komme oder ähnliches, zuerst das Hochhaus und denke mir, oh, cool, grün ist unten. Und erst, wenn ich kurz davor stehe, merke ich, das ist ja oben. Das ist eine schöne Idee, ist leider falsch. Ja. Aber wir haben da noch eine Idee im Publikum. Darauf wollte ich auch hinaus, dass es irgendwie gespiegelt wird. Nee. Kein Spiegeln, schade. Also die hängt wirklich so da und ja. Mhm. Und ich sehe die. Aus einem bestimmten Grund auch. Und das ist sofort klar. Also ich sehe die Ampel und ich weiß, warum das falsch rum ist. Oder nee. muss ich irgendwie genau in dieser Straße wohnen, um zu wissen, warum das so ist? Ja. Aha. Also wenn ich jetzt als Hilft Touristin da mit meinem Mietwagen fahren würde, wäre ich erstmal verwirrt. Ja, du wärst verwirrt und wüsstest auch gar nicht, warum. Also. Amerika ist ja, also die Leute verklagen ja gerne da irgendwelche Menschen und vielleicht hat ihnen irgendwie das Licht gestört. Wir können euch auch noch helfen im Publikum. Das Licht hat gestört. Das auf jeden Fall. Deswegen, ja. Mhm. Wer hilft denn noch? Da irgendwie wollte ich noch helfen, aber ihr seid jetzt eigentlich schon wieder so weit, dass meine Frage sich nicht mehr lohnt. Frag trotzdem. Doch, mach. Hat es einfach jemand verkehrt rum aufgehängt und keiner hatte Lust, es umzudrehen? Nein. Das klingt sehr auch schön. Sehr schön, aber es ist leider okay, falsch. Also das Licht hat gestört. Ja, das war tatsächlich der Grund, dass die umgedreht das sind. Das Grüne oder das Rote? Ja, wahrscheinlich das Grüne. Hat das bei irgendjemandem ins Fenster geschienen? Nee. Sind die beiden Ampellampendinger gleich groß? Also nicht, dass Rot zum Beispiel größer ist und deswegen nicht hinpasst, ja. Und dann muss man sie andersrum hinhängen? Ah, nee, das hat nichts damit zu tun. Okay. Nichts damit zu tun. Also, du wolltest gerade noch? Ja, weil das so ein, oh, das Rot stört mich, deswegen sägen wir das mal ab und hängen es irgendwie drunter. Nein. Es kann ja sein, dass das tatsächlich dieses Licht irgendwie in die Küche, nah dran, ins Schlafzimmer und da kann der... Nein. Da wollte man lieber Rotlicht. Hat es einen Anwohner Rotlicht gestört? Also es... Hier vorne im Publikum noch. Dich da stört. Und hier unsere Mitratende möchte auch noch mal was sagen. Ich würde auch voll gerne noch fragen, ob es einen Anwohner gestört hat. Ja. Okay. Nicht nur einen. Okay. Hat es was damit zu tun, dass so Rotlicht vielleicht eine Bedeutung hat, die irgendwie ins Sexuelle geht, dass man sagte, nee, Rotlicht sieht zu sehr nach Rotlichtmilieu aus hier im Zimmer? Nee. Okay, hier vorne noch? Ja, da. Hat das was mit Grün für die Hoffnung zu tun? Nee, leider nicht. Nee. Aber die Leute haben sich am roten Licht gestört, nicht an dem ganzen Ding. Doch an dem ganzen schon. Ja, also nicht das auf das Licht bezogen. Hat es irgendwelche politischen Gründe, dass die Farben für irgendwas stehen? Oder sportlich, Super Bowl-Finale oder sowas? Muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken. Merkst du? Der Moderator kennt seine Fragen. Super Bowl, das war bestimmt das Super Bowl-Finale. Nein. Ah, nee, das Super Bowl-Finale ist aufs Feld. Hat was politisches ja im Hintergrund? Finale. Minderheiten, politische Systeme oder ähnliches? Nee. Aber die Farben standen für irgendwas, das hat die Leute gestört. Genau. Ja. Mhm. Irgendwelche. Und es hat nichts mit Sport zu tun. Nein, nichts mit Sport zu tun. Was könnte es noch sein? Wofür könnten solche Farben noch stehen? Politik im Zweifel? Was Religiöses ist es auch nicht, nein. Irgendwas mit irgendwelchen Fernsehsendungen, in denen das irgendwas bedeutet hat. Hier hinten ist noch eine Meldung. Ja, sehr gerne. Vielleicht irgendwas mit dem St. Patrick's Day? Nee. Auch nicht. Das ist gut. Stimmt, da findet immer eine gewisse Prozession statt im Jahr und deswegen muss die Ampel so sein. Wäre es genauso, wenn Ampeln, sagen wir, blau und gelb wären? Nein. Nein, es geht schon darum, dass Rot und Grün für irgendwas, stehen beide für irgendwas oder geht es um eine der Farben? Ja, beide an sich schon. Beide. Mhm. Rot, Grün, wofür können denn Rot und Grün noch stehen? Wissen wir das in Deutschland auch oder ist das ein amerikanisches oder sogar ein New Yorker Phänomen?
Hätte das auch in Hamburg passieren können? Könnte ich mir vorstellen, ja. Okay. Vielleicht ist das ja noch ein Tipp. Ja. Ja. Ist die Ampel für eine andere Fahrbahn, zum Beispiel die von einer anderen Ebene kommt? Nee. Ist es was Historisches? Irgendwas mit der Vergangenheit? Dass es eine Bedeutung hat, diese Farbe. Ja, die alten Nord- und Südstaaten oder Ostküste, Westküste oder. Sportvereine? Nee. Sport war schon. Ansonsten ganz hinten wäre noch was. Ja, gerne, immer her damit. Liegt da der Hudson River und hat das was mit Steuerbord und Backbord zu tun? Nein. Nee. Oh, das wäre das wär eine großartige, schöne Lösung. Ja, was ist leider falsch. Flugverkehr ja auch nicht. Hier vorne gibt es auch noch eine Meldung. Sinn. Ja, Sven. Achso, da. Kann es sein, dass eins der Lampen kleiner oder größer ist? Nee, hatten wir ja schon. Nein. Ist es für Autos? Ja. Es ist eine Autofahrerampel. Okay. Ja, das ist wirklich eine ganz normale Autofahrerampel. Und es kann auch nicht von anderen Verkehrsmitteln verwechselt werden, wie jetzt zum Beispiel Boot. Nee. Okay. Wir können gleich weitermachen hier vorne. Ja, bitte. Liegt es vielleicht daran, dass es irgendeine Partnerstadt in Australien, Neuseeland gibt und es ist sozusagen eine Erinnerung an diese Partnerstadt, weil es ja auf der anderen Seite der Erde. Nee. Aber diese Ampel, die wird schon im normalen fließenden Verkehr schon auch so benutzt. Ja, 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 die wird so benutzt. Das ist ganz normaler Betrieb. Da ist kein Schild so hier andersrum, egal, mach einfach trotzdem rot-grün. Also ich weiß nicht, ob da ein Schild hängt, aber sie ist normal im Betrieb, ja. Hat es irgendwas mit dem Unabhängigkeitstag zu tun oder mit der Einwanderung? Nee. Ist das Stadtviertel oder die Straße wichtig? Das Stadtviertel ist wichtig, ja. Sind wir in Manhattan? Oh, das weiß ich nicht. Ach so, es ist wichtig, aber er weiß nicht. Ist der Straßenname nicht wichtig? Das weiß ich leider nicht. Okay. Nee. Okay, aber das Viertel ist wichtig. Also so wichtig ist das Viertel gar. Also es ist wichtig, wer in dem Viertel wohnt. Oh. Die, in Brooklyn? Ach. Hat es was mit Juden zu tun? Nee. Schade. Hat es was mit Einwohnern, Ureinwohnern zu tun? Einwohnern, ja. Hat es mit dem Nachnamen von irgendjemand zu tun? Der da wohnt? Nee. Okay. Mit Bevölkerungsschichten? Nee. Mit Bevölkerungsgruppen? Ja, das. Die Ampel mit Rot oben und Grün unten wurde von einem Weißen erfunden. Und die schwarzen Bewohner in dem Stadtviertel wollten ihre eigene Self-Empowerment haben. Es hat mit der Geschichte. Ja. Also, Beckys Lösung war schon richtig, aber der Hintergrund stimmt noch nicht. Okay, es hat jemand erfunden. Nee, aber also die. Es geht nicht um weiße und schwarze Menschen, sondern um irgendwelche anderen Bevölkerungsgruppen. Genau. Männer und Frauen? Nee. Alte Menschen und junge Menschen. Ureinwohner? Nö. Das habe ich auch schon gedacht, so. Indianer. Ja. Ja. Sind es religiöse Unterschiede? Nö. Was gibt es denn noch für Gruppen? Keine. Irgendwas Berufliches, Berufsgruppen. Einkommensschichten. Nö. Podcaster. Nein. Die Podcaster waren's. Nein. Leute, jetzt sind wir so nah dran. Ja. Echt? Ich habe überhaupt nicht das Gefühl. Wir müssen doch nur noch die Bevölkerungsgruppen rausfinden. Ja. Habe ich das Gefühl. Reddit und SUSE Linux Nutzer. Also es geht eher um einen Bewohner von einem Land, so. Jamaika? Nee. Mexikaner? Nee. Was für ein Land ist denn jetzt? Was gibt's noch in den USA für viele Einwanderer? Moment, mal durchüberlegen, wie sähe denn die Ampel normal in der Reihenfolge aus und wie sieht sie dann aus in der Reihenfolge? Rot und Grün, was gibt's denn für Flaggen mit Rot und Grün? Das mit Flaggen geht schon mal in die richtige Richtung. Vielleicht kann euch ja hier jemand erlösen. Ja? Wo? Hat das was mit den Chinesen zu tun? Nein, falsche Überlegung. Nee, rot-grün. Kommt, Leute, welche Flaggen haben rot-grün? Falsches sowas. Land. Italien. Mexiko. Hat es was mit den Kartoffelfressern zu tun, mit den Iren? Ja. Das habe ich doch gerade gesagt. Warum hört ihr mir denn nicht zu? Ich habe doch gesagt Iren. Guck mal, jetzt bist du energisch genug. Mann, das habe ich überhört. So, gerade jetzt eben. Aber nochmal ausformuliert. Ach so, ich habe irgendwo Iren geschreien gehört, ja. Ja. Hast du das? Ja. Habe ich dich überhört. Was? So, ja. Erzähl doch mal, was die Iren damit bezwecken wollten. Und was soll das? Also ich kann mir nur vorstellen, dass es wirklich was mit der irischen Nationalfarbe, mit dem Grün zu tun hat. Und das irgendwie vielleicht anzeigt, dass
Also das ist wahrscheinlich ein Stadtteil ist, die, in dem sehr viele Iren. Die waren einfach nur bockig, dass ihre Nationalfarbe über dem, ist das normalerweise unten? Normalerweise ist grün unten. Genau, unter dem Grün steht und die haben grün-rot und die wollten das grün oben haben tatsächlich. Aha, okay. Aber nur für die eine Ampel, ja? Ja. Das waren ein Zeichen. Was für ein Erfolg. Großartig. da war aber der St. Patrick's Day doch ein sehr guter Tipp, muss ich sagen. Ja, eigentlich schon. Stimmt. Ne? Ah, ja, ich bin so doof. Entschuldigung. Sind wir jetzt schon durch, sag mal? Nein, eine Frage habe ich noch. Und du kriegst aber vorher noch einen Schnaps. Halt. Das ist meins. Ah, dann kriegst du diesen. Und währenddessen steht noch schon mal die nächste Frage. Ihr könnt überlegen. Willst du sie uns vorher vorlesen? Nö. Manu. Also dann mache ich das. Was ist ein RTL-Ventil? Ich tippe, es hat nichts mit dem Fernsehsender zu tun. Richtig. Weil wir sind ja hier bei Gala Be Need In, was ein Anagramm ist von Genial Daneben, was auf Sat.1 lief. Ich weiß es. Ja. Heißt das vielleicht... Nee, stimmt, war es nicht. Es ist bestimmt so ein Niveau-Ding. Was? So ein Niveau-Ding, dass man das Niveau nach unten irgendwann bremst, dass man sagt, nee, ziehe nicht weiter, das RTL-Ventil. Ja, aber gibt's das bei RTL, dass das Niveau gebremst wird? Nee, da ja eben nicht. Und alle anderen sagen, oh, wir dürfen nicht aufs Niveau runter für ein RTL und machen dann das Ventil auf. Ach so. Ehrlich? Prost. Nee, Prost. Also ich habe schon getrunken, Entschuldigung. Ach so, ja, dann trinke ich hinterher. Ich bin da immer gierig. Ja. Die Flasche ist echt leer gleich, ne? Ja, wir haben das fast geschafft. Das ist ja super. Also. RTL, Leute, wofür kann die Abkürzung RTL stehen? Ist das irgendwas Technisches? Ja. Ja. Also ist es wirklich ein Ventil, wie man sich das so als Wasserheizungs- oder sonst wie Ventil vorstellt? Okay. Irgendein Bauteil sozusagen. Ja. Also ich hätte ja was mit Rücktropfventil. Ja. Wenn das rückstimmt? Rückstimmt bestimmt. Rückstimmt. Rückstimmt. Ja. Wenn das Ventil aufgeht, kommt dann Wasser raus oder Luft? Luft oder wieder L, noch? L? Boah, da steht das L für Luft? Nein. Nee. Rück. Ja, das T müssen wir noch unterbringen. Aber TL hat nichts mit der Timeline auf Twitter zu tun. Rücktropflauf. Ich suche auch gerade tatsächlich ehrlich das L in der Lösung. Also. Okay, wenn ich einen Heizungsinstallateur fragen würde, würdet ihr das wissen? Ja. Haben wir hier Heizungsinstallateure oder Installateurinnen im Publikum? Schade. Ist das so ein Quatschbegriff wie Spannungsabfall rausbringen? Also Rücktropf ist bestimmt schon richtig. Rück ist richtig, ja. Tropf nicht, leider. Tropf nicht. Also es ist kein Spaß. Nee, das, okay. Ich habe tatsächlich auch danach geguckt und es gibt es wohl auch so, ja. Kommt es? Es hat direkt was mit der Heizung zu tun? Ja. Also es gibt ja so einen Rücklauf in der Heizung. Ja, und dieses Luftventil. Aber was macht wo man immer dieses Entlüften mitmacht, wo es so gluckert. Genau, ja. Hat es da mit was zu tun? Mit dem Entlüften von der Heizung? Also ist das T für Temperatur? Ja. Temperatur, Rücktemperatur. Liebe. Das L kommt nicht darin nicht vor. Rücktemperatur, also Laufventil. Was? Stimmt nochmal, das jetzt? Was? Ich habe das Aussetzer. Rücktemperatur, Laufventil. Klingt total logisch. Das klingt super. Nee, das ist total bekloppt eigentlich. Aber Temperatur ist das T. Rücktemperatur. Warte, kleiner Tipp ist jetzt, macht bei mir auch Klick. Die Abkürzung bezieht sich auf den englischen Begriff. Ach, das steht gar nicht für Rück und Temperatur. Cool. Das ist mir jetzt verarscht. Die deutsche Abkürzung wäre dann korrekterweise RTB. RTB? Also ja. Aber RTL ist natürlich lustig. Aber Rück heißt auf Englisch gar nichts mit R. Doch, aber wenn du was doch, mit B hast. Nee, das B war also statt dem L ein B. Re-Thermo oder Re-Temperature oder so. Ein B wäre das denn? In Deutsch. Ja. Das RTL bezieht sich auf besonders das L bezieht sich auf den englischen Begriff. Aber Temperatur ist es auch. Ja. Rücktemperatur. Ehrlich? Hey, du bist dir jetzt sicher mit dem B? Hier. Ich möchte ein B kaufen. Ich möchte ein B.
Wer, ich? Ja, du. Genau. B. Wir versuchen hier gar nichts zu übertünchen. Es ist wird in einer Fußbodenheizung eingebaut. Ach. Steht in der Lösung. Bitumen? Nein. Rückentemperatur, Bodenventil. Boden. Steht B für Boden, aber L Lore. Der berühmte Lore. Überleg mal, was mir fällt für, mit B was fällt mir so nichts Sinnvolles. Wir sind in so einer Fußbodenheizung drin. Wir haben hier Publikumsunterstützung, so Leute. Ja. Ja, hallo. Ja, okay, gerne. Hi. Ich hätte gerne einen Schnaps. Ich hoffe, ich gewinne den. Ja. Do it. Room Temperature Level. Ja, ja. Rücklauftemperatur begrenze. Begrenzer. Begrenzung. Ah. Begrenzung. Oh. Begrenzung. Okay, alles klar. Sehr cool. Genau, statt Geld gab es jetzt Alkohol. So, bitteschön. Und es war jetzt... Ich verteile uns noch hier den Rest. Genau, du kriegst auch noch einen. Tatsächlich auch wirklich die letzte Folie. Wie, jetzt noch eine? Nein, das war die letzte. Okay. Punktlandung mit Schnaps. Ja, ich genau. Der Schnaps ist nämlich genau jetzt alle. Fast. Ich nehme hier den fast letzten oder so. Ja. Ja, einen haben wir noch, ne? Na, den verteilen wir hier noch. Also man gewöhnt sich tatsächlich so, dran. Warum habe ich jetzt hier einen zu viel? Ach, du noch. Ist also nicht mehr ganz so heuig. Mir geht's gut. Und? Mir auch. Ja. Ich habe ja jede Runde mitgetrunken, falls euch Frau das Dina? Aufgefallen ist. Frau Dina? Ich habe ja schwer vorgelegt gestern Abend, deswegen bin ich nicht so richtig Du kannst, ja, kannst ja vielleicht sitzen bleiben und dann gleich in einer halben Stunde bei der Rechtsbelehrung mitmachen. Irgendwas mit Alkohol. Ja, aber sie hatte ja auch so viele richtige Antworten. Sie musste gar nicht so viel trinken. Ja, Gott sei Dank. Prost! Prost! Skoll. Prost! Oh Gott. Ja, dann habt ihr, ihr wart tüchtig. Jetzt gucke ich gerade mal, was hier beim. Genau, guck doch mal, was fürs Sendegeld rum. Oder Zentrum raus. 5, 10, 15, 20, 30 Euro. 30 Euro. Na, sehr gut. Klasse. Und ja. Du kaufst dir MacBook-Adapter. Nee, ich habe das etwas ältere, das braucht keine. Ach so, okay. Ich kauf da nicht diesen Scheiß. Entschuldigung. Darüber wollen wir jetzt keine Öffnung. Noch das Richtige. Noch, ne? Das Richtige. Ja, okay, gut, das Gute, ja. Die Silver Edition. Ja. Genau. Dann, entweder nächstes Jahr wieder hier. Nee, hier nicht. Oder, ja, also alles auf diesem Event. Hier auf diesem Event, ja. Mhm. Hier sehr wahrscheinlich nicht mehr. Ansonsten gibt es nächstes Jahr auf jeden Fall, ich weiß noch nicht wann, den Delphi Podcast wieder. Da gibt es dann die Veranstaltung auch wieder. Ich vermute mal auch wieder in Berlin bei Kids FM in den Räumlichkeiten. Und ja, ansonsten der allgemeine Hinweis noch, nächstes Jahr kommt wohl Genial daneben auch wieder. Auf jeden Fall auch mit Hugo Igonbalda. Endlich. Der Rest ist nicht bekannt. Und natürlich auch der Aufruf, gibt es auch ein Sendegate zu finden, dass ihr so Fragen aus der Podcast-Szene oder auch gerne so CCC-Szene, aber vor allem, weil wir hier im Sendezentrum sind, Podcaster-Szene sind. Mir ist tatsächlich nichts eingefallen. Ich wüsste nur eine Frage und das... Die verrätst du jetzt lieber und, nicht? Ja, ja, genau, die hebe ich mir auf. Was ist automagisch? Ja, genau, sowas zum Beispiel. Sowas, okay. Ja, gut. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, Zuschauen, Vorbeikommen. Ich hoffe, der Alkohol hat geschmeckt, halbwegs. Und ja, in einer halben Stunde geht es weiter mit dem Markus Richter und dem Thomas Schwenke von der Rechtsbelehrung. Habe ich noch nicht so oft reingehört, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke dir. Danke euch.